Liebe Kollegin Ministerin Hein-Kleitsch, liebe Kollegin Ministerin Niewisch-Lennertz, meine Damen und Herren Abgeordneten, Herr Oberbürgermeister, Herr Landrat, Herr Präsident Spuhn, lieber Professor Liebeskind, ich mache es mal kürzer, liebe Ehrengäste, denn damit dürften Sie sich alle angesprochen fühlen. Uns geht es, glaube ich, allen gleichermaßen. Wir spüren, das ist ein besonderer Anlass, der uns hier heute zusammengebracht hat. Ein besonderer Tag für die Leuphana-Universität, aber auch weit darüber hinaus für Stadt und Region Lüneburg und ich darf sagen, auch für das Land Niedersachsen. Und in dem Namen von etwa 8 Millionen Niedersächsinnen und Niedersachsen gratuliere ich Ihnen, lieber Herr Präsident Spohn, stellvertretend für alle Teile der Leuphana-Universität sehr herzlich zu dem neuen Zentralgebäude. Sie können stolz darauf sein und wir sind es mit Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Applaus 2017 ist bei uns im Norden das Jahr der spektakulären Neueröffnung. Vor wenigen Wochen hat die Freie und Hansestadt Hamburg den Aufschlag gemacht mit der Elbphilharmonie. Heute zieht die Hansestadt Lüneburg nach. Auf Augenhöhe, versteht sich. Und wenn man ein wenig drüber nachdenkt, dann gibt es bemerkenswerte Parallelen zwischen beiden Bauvorhaben. Es sind Gebäude von einer ganz besonderen Nutzung. In dem einen Fall Musik und Kultur. Hier Wissenschaft in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen. Beides sind Gebäude mit einer herausragenden, auffallenden, stilgebenden Ästhetik. Beide Gebäude haben mit Kostendiskussionen im Vorfeld viel Verdruss erlebt. Und man darf in beiden Fällen keine Blumensträuße erwarten, aber vielleicht auch darauf hinweisen, dass der Kostensteigerungsfaktor hier in Lüneburg ungleich niedriger ist als der bei den nördlichen Nachbarn. Und in beiden Fällen erleben wir bei der Eröffnung, aber ich bin sicher auf Dauer, dass es sich um das Ergebnis vermutigen, aber im Ergebnis richtungsweisenden, in der Sache richtigen Entscheidungen gehandelt hat, von der wir, die Gesellschaft im Norden, in Hamburg, in Lüneburg gleichermaßen auf Dauer profitieren werden. Das gilt ganz genauso für die Leuphana-Universität. Professor Liebeskind hat vorhin in der Pressekonferenz gesagt, es lohne sich, in Erziehung, Bildung und Wissenschaft zu investieren. Ich glaube, damit hat er auf den Punkt gebracht. Es war eine richtige Entscheidung, für dieses Gebäude sich auf den Weg zu machen, bis hierhin heute zur Eröffnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn wir als Land auf die Leuphana blicken, dann sehen wir das mit einem ganz besonderen Blickwinkel. Für die Leuphana ist heute dieses Zentralgebäude, der Liebeskindbau oder wie auch immer der eins heißen mag, ja schon eine Zäsur, der Beginn eines neuen Kapitels in ihrer Geschichte. Es ist eine Begegnungsstätte für Lehrende und Lernende. Es ist ein zentraler Ort, der zentrale Ort und Mittelpunkt dieser aufstrebenden Universität, die heute etwa 10.000 Studierende hat, aber ich bin sicher, das ist nicht der Schlusspunkt. Es ist gleichzeitig eine Forschungsstätte und damit das Zentrum für eine Hochschule, die im Jahre 2004 vom Landtag einstimmig nicht weniger als das Prädikat Modelluniversität erhalten hat. Es ist also durchaus ein besonderer Anspruch, den das Land an die Leuphana richtet. Sie ist eine unserer jüngsten Hochschulen, aber sie soll durchaus anders sein. Sie soll querdenken, sie soll experimental arbeiten. Wir erwarten, wir hoffen auf eine besondere Kreativität hier in der Leuphana in Lüneburg. In den relativ kurzen Jahren ihrer Geschichte hat sich auf diesem Weg die Leuphana einen bemerkenswerten Ruf erworben. Und gerade in Zeiten, in denen der akademische Betrieb mir immer mehr, ehrlich gesagt, von einer Verschulung und von einem dominierenden Mainstream geprägt zu sein scheint, brauchen wir eine solche Hochschule nach meinem Dafürhalten mehr denn je. Die Leuphana hat die richtigen Schwerpunkte. Es handelt sich
allesamt um Themen, die unsere Zukunft bestimmen werden und die noch für reichlich Diskussionsstoff und Wissenschaft und Forschung sorgen werden. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Unternehmertum und natürlich das Megathema unserer Zeit, Bildung. Alles das sind Schwerpunkte, die klug und interdisziplinär gesetzt sind. Ein solches Konzept braucht einen adäquaten Rahmen. Und die Leuphana ist ein herausragendes Beispiel für die Umnutzung ehemaliger Militärgebäude. Was wir heute erleben, wird ihrem Anspruch aber vielleicht noch stärker gerecht. Denn das ist ein Gebäude, das mehr hat als Funktionalität. Es hat eine besondere Ästhetik nach außen und nach innen. Es hat eine, wie ich beim ersten Rundgang gefühlt habe, inspirierende Wirkung auf Menschen, die hier drin sind. Sie werden das vielleicht erlebt haben, wenn Sie eben das Foyer genossen haben. Die Ästhetik dieses Gebäudes, die spiegelt in der Tat auch den Anspruch der Hochschule insgesamt wider. Und ich glaube schon, das wird ein großer Schub für die Leuphana insgesamt sein. Das wünsche ich Ihnen jedenfalls von Herzen. Möge der Inhalt dieses Hauses dem Äußeren folgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und man spürt, hier hat ein Architekt der Weltklasse gearbeitet. Lieber Herr Professor, liebes Kind, ich darf sagen, wir sind sehr stolz darauf, dass Sie ein weiteres Mal hier bei uns in Niedersachsen eine Kostprobe Ihres herausragenden Könnens uns gegeben haben. Und ich bin sicher, die Anstrengungen der Leuphana in den folgenden Jahren und Jahrzehnten, die werden Ihrem Anspruch folgen. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Wir freuen uns sehr darüber. Sie merken es. Die Landesregierung, das Land insgesamt freut sich mit Lüneburg, mit der Leuphana. Wir glauben, das ist der Startpunkt für einen neuen Schub, für einen weiteren Schub der Leuphana. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die von Anbeginn an dieses enorm anspruchsvolle, nicht ganz unproblematische, schwierige, mutige Projekt mitgetragen haben und auf die eine oder andere Weise dazu mit beigetragen haben, dass wir heute bei dieser Eröffnung dabei sind. Ich glaube, das war richtig. Und ich wünsche allen, die dieses Gebäude nutzen werden, dass sie sich inspirieren lassen von der Architektur, der Atmosphäre dieses Hauses. Wenn das gelingt, dann hat die Leuphana gute Jahre vor sich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus